So, das war früh am Samstag. Das ist Rüdiger. Ich bin Rüdiger. Bin ein flüchiges Schaf. Ganz super niedlich. Und manchmal nervig, sagt die Mami. Aber nochmal. Er nervt. Gar nicht. Ich bin nur gut drauf. Guck mal, Mama, ich hab Hasenohren. Hilfe! Oh nein! Ja? Ja! Und? Mama! Ja? Schokolade! Später! Mama! Ist jetzt schon später! Nein! Und hör auf, sind wir schon da! Sind wir schon da! Sind wir schon da! Ich muss aufs Klo! Es ist warm! Warum fahr ich gegen die Fahrtrichtung? Das da ist Steffi und das da ist Bella. Und hier am Steuer sitzt der, den sieht man gerade nicht. Das muss ich mal filmen, das fand ich total cool. Sah ein bisschen aus, als hätte Gott auf München gestrahlt. Oh. So, hier so bin ich mal rumgegangen, das ist Samstag früh. Da habe ich mir mal die Zeit genommen und bin mit der Kamera rumgelaufen. Einfach nur, um mal so ein bisschen, ja, den Rest zu filmen von den Zeichnern, die dort gesessen haben. Ich fand das aber echt scheiße, dass ich mich mit keinem unterhalten konnte. Das war sowieso ein bisschen blöd. Ich habe halt hinten an dem Tisch gesessen, so in dieser Nische hinten drin. Und ich hatte niemanden rechts und links neben mir. Und das fand ich ein bisschen blöd, weil man hatte zwar sehr viel Beinfreiheit, aber man konnte sich mit niemandem unterhalten. Ich habe das eigentlich immer ganz gern, dass wenn ich dort sitze und zeichne und mich mit den anderen Zeichnern unterhalten kann und ein bisschen Blödsinn machen kann. Aber hier war es echt so, ich konnte mich echt mit niemandem unterhalten. Und das war so, schade eigentlich. Also wenn das von der Animuk vielleicht noch ein bisschen besser gemacht werden kann, dass die Zeichner irgendwie ein bisschen näher zusammensitzen oder so, das ist natürlich schwierig. Ich meine, es soll jetzt auch keine Beschwerde sein oder so. Für mich wäre es nur schöner gewesen, wenn ich direkt jemanden neben mir gehabt hätte, mit dem ich mich hätte unterhalten können. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. In der Tenne unten die Händler, bin ich auch nochmal durchgelaufen. Was ich sehr verblüffend fand, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es gerade mal 2 Stände mit Mangas gab. Der Rest war komplett nur Merchandise und natürlich Bring and Buy noch. Aber ansonsten, ich weiß nicht, es ist eine Manga-Convention und keine Merchandise-Convention. Warum werden keine Mangas mehr angeboten oder halt nur noch ziemlich wenig? Also, Es ist ein Trend, der ein bisschen gruselig ist. Ja, hier ganz hinten hatte ich nochmal Yeo gefilmt, der dort unten seinen Stand hatte. Der hat mich voll nicht bemerkt. Also Yeo, ich grüße dich und Hugi, ich grüße dich auch und ich grüße alle noch, die bei euch noch am Stand gesessen haben, die ich vielleicht nicht unbedingt erwischt habe, aber ich grüße euch auf jeden Fall. Und ich grüße ganz Delfinio Prinz. Ich grüße euch alle. Draußen.
auf dem Hof zwischen den zwei Gebäuden und das Gebäude dahinter, da ist noch der große Saal mit drin und die ganzen Workshop-Räume sind da auch noch drin und dahinter ist dann die Wiese. Auf YouTube. Was haben Sie zu sagen, Herr Smaug? Frau Smaug. Frau. Frau Smaug. Heute machen wir Jagd auf Smaug. Ich kann nicht umfallen. Mein Korsett hält mich aufrecht. Weil das ist Smaugs Ausrede. Ende. Jetzt werde ich euch zeigen, wie man eine Leiche versteckt. Wo ist die Schaufel? Wo ist die Schaufel? Ich brauche keine Schaufel. Okay. Ich bin professionell. Wo ist das Feuerzeug hin? Feuerzeug bei Smaug. Das wäre ja die Ironie schlechthin. Ich bin nicht da, wenn du mich nicht sehen kannst. Sami und Kassner. Kassner als Smaug und als weiblicher Smaug. Und Yami als Aradia im Gottier, wie sie gegenseitig Jagd aufeinander machen. Da habe ich uns gefilmt, wie Yami von uns ein Selfie macht. Ich glaube, das habe ich doof geguckt. Ja, das habe ich doof geguckt. Mach mir was nochmal. Das habe ich immer noch doof geguckt. Es ist immer noch ja, das ist und gut. Noch ein. Und noch eins. Und jetzt das geilste ever. Ich habe eine Dobodeko. Ja, ich habe endlich eine Dobodeko. Yami hat mir eine geschenkt. Und jetzt hat sie mir am Freitag hat sie mir das schon angedroht, dass sie mir eine kaufen wird. Ich habe gesagt, nein, kannst du nicht machen, die sind so arschteuer. Und die Geschichte dahinter ist, dass ich auf jeder Con immer wieder heule. Ich will unbedingt eine Numoneko haben. Weil ich finde die so süß und so niedlich und so flauschig und so. Dass ich halt unbedingt eine haben will. Die sind so fucking teuer. Und ja, mir hat mir jetzt eine geschenkt. Und jetzt habe ich eine pinke Numoneko. Das wurde mir geschenkt. Das fand ich mega cool. Ein Schlüsselband. In den Force Instance Farben. Danke nochmal. War voll lieb. Samstag war das so krass. Ich bin nach Hause gekommen, also seitdem bin ich nach Hause gefahren, ich habe im Auto schon gejammert, ich habe so dermaßen schlimm fett Hunger. Also ich hatte nicht mal Hunger gehabt, ich hatte Knast, ich hatte richtig Knast gehabt. Und ich habe mir im Auto schon gedacht, boah, scheiße, zu Hause gibt's wieder nur Schnitte mit Brot. Ich brauche aber irgendwas Warmes, bin dann gucken, ob ich mir irgendwie eine Nudelsuppe machen kann oder irgendwie sowas in der Art. Dann bin ich nach Hause gekommen und meine Schwester hatte, es roch schon die ganze Zeit nach irgendwas total Leckerem zu essen. Meine Schwester hatte mir einen Zettel auf den Tisch gelegt, auf den Küchentisch gelegt. Ja, hier, ich habe Kartoffelsuppe gemacht und nimm dir ruhig, wenn du was brauchst. Also, yes! Seht euch diesen Porno an. Seht euch diesen Porno an. Ey, was gibt es nach einer langen Con so geiles ever als warme fucking Suppe? Oh Gott, ist das ein Porno. Das ist so ein Porno und ich habe so Bock, es zu essen. Und ich werde sie essen. Ich war so glücklich darüber. Ich war so dermaßen glücklich über diese fucking Suppe. Und ich hatte echt Knast gehabt. Und das Witzige an der Sache war, ich habe nur einen halben Teller davon geschafft. Danach war ich so satt und so voll und... Ew. Props an meine Schwester, die hat echt geil geschmeckt.